Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten relativ spontanen Video. Warum spontan? Ich komme jetzt gerade, es ist heute ein Mittwochnachmittag, aus Gotha zurück, wo ich eine Vertriebstagung hatte und sehe, dass der Expertenwagen hinter Opa Hugo steht. Das heißt, es geht weiter heute mit dem Schönmachen der Dusche, und das zeigen wir euch natürlich. Erster Schritt, habe ich mir gerade sagen lassen, ist oder war das nochmal Abschleifen der Wände, damit die möglichst glatt sind, nach dem, was wir gemacht haben. Und dann geht es auch schon mit dem Verkleben los. Klingt super spannend. Hier, ich bin noch ganz in Action. Hier ist noch meine Toilette. Den muss ich gleich noch ausleeren. Jetzt fängt es an zu tröpfeln, auch nicht schlecht. Hier ist noch mein Auto. Ganz wild geparkt. Wie gesagt, gerade reingekommen. Und dann lass uns doch einmal kurz gucken, was schon passiert ist. So, also. Hier sind wir wieder an altbekannter Stelle. Wie gesagt, jetzt ist hier abgeschliffen worden schon mit Schleifpapier und Schleifstein. Fühlt sich alles schon verhältnismäßig glatt an. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch zeigen kann. Das kennt ihr schon, nur nicht so glatt. Und jetzt kommt dann als nächstes der Belag. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Yippie. So, Wand 1 ist fertig. Und das sieht dann so aus. Kann man das gut erkennen. Ich mache nochmal ein vernünftiges Foto, wenn es fertig ist. Weil hier ist ja gar nicht genug Licht drin. Aber jedenfalls ist der, wenn ihr mal vergleicht, hier, zack. Ja, das geht in die gleiche Richtung wie der alte Belag. Wir haben uns ja nicht den schönsten ausgesucht, sondern den, der entsprechend zum Auto passt. So, weiteres Update folgt gleich. Und hier kommt das nächste Schritt-Update. Zweite Wand drin. Und auch die Decke ist mittlerweile da. So, alles mit den Lichtverhältnissen nicht so einfach hier, aber passt schon. Ja, soweit, so gut. Hier gibt es jetzt nochmal das Ergebnis zu sehen. Wie gesagt, ein neutraler Belag, der gut zum Ursprungsthema im Bad passt. Und jetzt müssen wir dann noch die Nähte versiegeln lassen. Wahrscheinlich in der nächsten Woche. Hier überall, wo die PVC-Bahnen aufeinander kommen, und dann natürlich auch noch hier im unteren Bereich rund um die Duschtasse versiegeln, die Leisten wieder einschrauben, und dann kann ich hier wieder die Duscharmatur anbringen, eine neue Duschstange anschrauben, und dann kann das Duschen im Opa Hugo losgehen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, es ist Ostersamstag. Und wir haben wieder mal Opa Hugo Bastelstunde, und ich zeige euch gleich, was wir heute vorhaben. Kleinigkeiten, die aber einigen Unterschied machen werden. Ja, was machst du denn? Was für ein Problem haben wir denn? Du filmst und ich schraub wieder. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Erzähl doch mal was Neues. Wir haben hier uralte Klemmhaken. Oder ja, wie heißt das? Das Türensicherung und Klappensicherungseinrastungsdinger. Also ich zeige euch mal hier noch das Gegenstück. Oder das hier ist auch sehr schön zum, ja, hier, anschauen. Hier ist, das ist das eine Seite. Das ist spannend. Ja, hier ist ein schönes, machen wir mal, das ist wunderbar. Zack. So, und da soll es heute neue geben. Wir sind gespannt. So, und wie immer, wenn wir basteln, dürft ihr drunter schreiben, wie es richtig gegangen wäre. Weil wir haben ja keine Ahnung, wir machen ja einfach. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Idee, dieses alte Teil hier mit Flugzeugbenzin, ne Quatsch, mit Reinigungsbenzin sauber zu machen. Tja, wenn das Auto nachher weg ist, da wir ein Loch in Opa Hugo haben, dann hättet ihr mal eher kommentieren sollen. Haha, nein, Quatsch. Wir gucken mal. Währenddessen an einem anderen Ende von Opa Hugo gibt es noch diese Plastikdinger hier, die mal dann auch gegen ein Gegenstück gegangen sind und da wahrscheinlich so ein bisschen zusammengehalten haben. Die gibt es laut Expertenmeinung nicht mehr. Wenn ihr eine andere Meinung habt, wie gesagt, in die Kommentare. Deshalb werde ich jetzt immer versuchen, die rauszuziehen. Ups. So, da ist er, der Sausack. Naja, das sieht zumindest besser aus, als wenn man da so ein schmieriges altes Teil noch hat. Okay. Einen habe ich noch. Dr. Kempf in Action. Ich glaube, das geht ganz schön schwierig ab, ne? Ja.
wenn ich die Tür abreißen will damit. Zack, da ist er. Jetzt kommt der letzte. So, und für den neuen Halter der Türen haben wir hier so ein Zeug gekauft. Das ist ein... Ja, ein Spezialwohnmobilzeug. Kleber. Und den kleben wir da ein bisschen rein, damit das dicht ist, wenn wir das reinschrauben. Das ist, glaube ich, der Plan. Ne? Ja, richtig verstanden? Ja, das war meine Absicht. Genau. Das eine gute ist auch Absicht schon ist im ja Loch auch der Schraube drin. Schön. Ja. Achso, hast du vorher schon das Loch gemacht? Ja. Das hatten wir auch so abgesprochen. Sehr gut. Ich freue mich, wenn sich meine Frau an die Vorgaben des Experten hält. Ach, und da fällt mir gerade ein, falls jemand weiß, wo man so eine Einstiegstür maßgeschneidert möglichst herbekommt, könnte auch Wohnwagentür sein, weil das ist es eigentlich ursprünglich mal gewesen. Am besten eine zweiteilige. Wenn jemand eine Bezugsquelle für sowas hat, maßgeschneiderte Wohnwagentür, der kommentiert bitte, das würde uns sehr helfen. Danke. Kurzer Passtest. Ja, mein Film dauert alles länger, aber... Und? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Das hat geklackt. Das reiß ich mir wahrscheinlich. Ja, jetzt können wir auch wieder dieses Halteband hier vergessen, was da jemand mal unprovisorisch dran gemacht hat. Oh, das knallt. Das ist alles abgerissen, ne? Aber es ist neu, das knallt so. Guck, schon wieder was gelernt. Die Tür hat nämlich zwei. Warum? Weil sie zweiteilig ist. Und der untere hier sieht so ein bisschen abenteuerlich aus. Wir schauen mal. Ja, an der Stelle hier ist ein bisschen aufwendiger, weil da jemand zwei Platten mal irgendwo dahinter geklebt hat, die wir jetzt aber machen müssen. Schrauben wir es da drauf, ja, ne? Ja, ja, klar. Den Abstand brauche ich wegen den Dingen gut wahrscheinlich. Alles klar. Guten Morgen, Fienchen. Kamera kennt Fien. Ja, die Kamera kennt Fien, hat gerade schon die Kamera gehalten, ne? Das war sehr gut. Und was machst du so? Ich wollte gerade was machen und dann spiele ich was. Gut. Powerfrau mit Bohrer. So. Mit meinem. Warum Bohrer, ihr Lieben? Ja, weil hier sind die Originallöcher, da seht ihr da. Und damit passt das aber nicht da drauf. Warum? Macht keinen Sinn, ne? Ist aber so. Also haben wir jetzt passend angeklebt und haben kleine Löcher gebohrt in die Türen, schrauben es jetzt an einer anderen Stelle fest und schauen, ob das besser funktioniert. Ja, wenn es beim ersten Mal klappen würde, wäre es ja auch kein Heimwerk. Soll ich das halten? Ich bin nicht gewohnt, dass die Presse ständig dabei ist. Naja. Ich finde das mal nicht, das Mikro nicht weg. Wenn du das drin lässt. So, geschraubt und jetzt der große Test. Achtung. Langsam. Gut. Sehr gut. Weiß nicht, auch nicht. Du auch nicht. Aua. Aua. Lass mich mal gucken. Ja, ist okay. Hast du da ein? Ja. Was? Yippie. Ich mach's jetzt aber nicht, weil es erst trocken soll. Richtig. So, nachdem wir draußen die Dinger da geschafft haben, kommt jetzt noch nächstes kleines Projekt. Hier sind die Abdeckungen über der Tür zum hinteren Schlaf- und Waschbereich. Die waren hier oben dran. Das habt ihr im letzten Video vielleicht kurz gesehen. Und dann ist meine tolle Frau losgelaufen im Baumarkt, hat neues Holz gekauft, hat das vom Nachbar ausschneiden lassen, hat es dann selber gestrichen und lasiert und die Farbe passt sehr gut zu dem umliegenden Holz, das seht ihr nachher. Und wir werden jetzt mal diese Dinger hier dran bauen. Was hier gerade passiert, ist ganz einfach. Frau Kate überlegt. Mit der Latte in der Hand. Ich habe keine Latte in der Hand. Entschuldigung. Und hier die andere Seite einmal aus der Ferne. So, Ferne. Und einmal aus der Nähe. Sieht doch schön aus, oder? Passt gut.
So, und ich habe jetzt noch, da wo diese Plastikösel waren, zwei kleine Magneten gefunden, die ich da jetzt mit Spezialkleber von der Abenteuer Allrad draufgeklebt habe. Ich hoffe, der hält dann, wenn er getrocknet ist, und somit kann die Tür jetzt einfach mit Magnet festhalten, die Gastür, und das Loch ist zu. Hey, coole Lösung, oder? Hier seht ihr das mal, kleiner Magnet draufgeklebt und dann geht die Tür auf und soll an diesen Magneten schlagen. Das zeige ich euch dann vielleicht nachher nochmal. Auf jeden Fall funktioniert es. Ja, und hier unterm Tisch ist noch was Kleines passiert, nämlich eine neue silberne Leiste, damit entsprechend, wenn jemand mit dem Fuß da dran tritt, das alles heile bleibt. Nur eine Kleinigkeit. So, und der Helgemeister hat auch eine Aufgabe bekommen. Er darf nochmal das Solarpanel eben sauber machen für besten Ertrag. Ja, ihr Lieben, es ist ein Donnerstag in den Osterferien und eigentlich wollten wir uns euch als nächstes zeigen, wie wir die Dusche fertig machen. Die ist nämlich mittlerweile verfugt und wir müssen eigentlich nur noch jetzt die Armaturen wieder anbringen, Duschstange wieder montieren und so weiter. Aber Opa Hugo bedeutet halt auch eine steile Lernkurve und deshalb ist er jetzt nochmal in der Werkstatt. Warum? Naja, ich habe am Dienstag eine Tour gemacht mit Helge, eine längere, damit er mal wieder richtig freigeblasen wird, gefahren wird und so weiter. Und dabei sind zwei Sachen passiert, die sonst noch nie passiert sind. Er ist einmal zwischendurch schlecht angesprungen, hat richtig georgelt. Und einmal auf der Autobahn, jetzt zweimal auf der Autobahn, hat es sich angefühlt, als würde er kein Gas mehr annehmen, war wie so ein Loch zwischendurch und das war gar nicht gut, weil man gerade beschleunigt auf der Autobahn. Ja, daraufhin habe ich mit der Werkstatt telefoniert, haben so ein bisschen überlegt, was sein könnte und wir kamen dann drauf, dass der Sprit, den ich da noch drin hatte, ja ungefähr aus dem Herbst 2018 wahrscheinlich ist. Und da ist ja in so einem Dieselsprit immer 7% bis zu 7% Biodiesel drin. Und ich wusste nicht, dass der sich über die Zeit trennt von dem Diesel. Und insofern kann es da eine Emulsionsbildung geben und das ist dann ganz schlecht für den Motor. So, ganz schlecht. Ja, ich wusste das nicht, meine Unwissenheit. Insofern war jetzt die Idee zu sagen, wir bringen ihn in die Werkstatt. Er wird dort ausgepumpt, der Tank, mit dem Rest des vermutlich getrennten schon fast Diesels. Kommt ein bisschen neuer Sprit rein, die Kraftstofffilter, die beiden, die er hat, werden getauscht. Und dann sollte es mit neuem Sprit hoffentlich wieder gehen. So, das haben wir jetzt heute Morgen gemacht und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach ja, und für die Zukunft werden wir dann zumindest, bevor wir das Auto länger abstellen, biodieselfreien Sprit tanken. Meines Wissens nach ist das nur im Moment von Aral, der Ultimate Diesel. Das sollte dann helfen und ja, ich glaube, ich brauche auch mal so irgendwie Dieselmotor für Dummies. Also wenn einer von euch aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus der Nähe kommt und irgendwie sich gut mit Motoren auskennt, am besten mit alten Motoren, und mir mal so von vorne bis hinten nochmal das erklären will, was ich mal gelernt habe vor langer Zeit als Automobilverkäufer, aber schon wieder vergessen habe, dann meldet euch doch einfach mal, schreibt es in die Kommentare oder mir eine direkte Nachricht, dann lade ich euch mal auf ein Würstchen ein und auf ein Bier und dann gucken wir uns mal an, dass der Toddy Dr. Camp noch was lernt. Also, bis später. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, an diesem Samstag nach Ostern. Ja, Opa Hugo ist aus der Werkstatt wieder da. Zwei neue Kraftstofffilter, bisschen neuer Sprit und Kleinkram. Läuft, wie es aussieht. Ich habe jetzt mal Aral Ultimate reingepackt. Diesel, weil ich gelernt habe, dass nur das kein Bio-Diesel-Anteil hat. Alle anderen haben es wohl. So, also jetzt hat Opa den besten Sprit der Welt im Bauch und damit sollte das hoffentlich cool sein. Jetzt geht es darum, die Dusche fertig zu machen. Es regnet heute ein bisschen, das stört uns hier drin aber nicht so sehr. Ich zeige euch mal, wie es aussieht und was ich gerade schon angefangen habe. Ja, welcome to the shower. Hier seht ihr mal jetzt die Abdichtungen, die gemacht worden sind. Wir hoffen, dass das so reicht. Ansonsten hätten wir noch Leisten, die wir gegebenenfalls drüber schrauben könnten. Hier Abdichtungen natürlich und so weiter. Und hier ist wieder eine Armatur drauf. Ich habe sie draufgeschraubt. Sehr gut, sehr schön. So, jetzt fehlt uns noch die Duschstange. Und dann sind wir doch schon wieder im Geschäft. Bis gleich. Also ihr entschuldigt das, wenn ich bei so Kleinigkeiten euphorisch bin, ne? Aber ich bin halt eben kein Handwerker. So, Duschstange ist dran. Sieht jetzt hier auf dem Bild vielleicht nicht gerade aus, das ist aber die Verzerrung der Kamera. Und hier Silikon dran geschmiert und reingeschmiert und verbohrt und ganz, ich glaube, das ist super professionell gemacht. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt, nee, schreibt sie mir einfach gar nicht in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, das sieht doch schon mal nach einer funktionsfähigen Dusche wieder aus. Ja, jetzt fehlt natürlich noch ein Wassertest. Den machen wir dann, wenn das Wetter besser ist als heute. Auf jeden Fall, bevor wir zum Klotreffen fahren. Und hier müssen wir nochmal putzen.
Und dann sollte es soweit gut sein. Hier oben, wie gesagt, haben wir die Verkleidung der Dachhaube wieder dran. Ne? Laube ist was anderes. Jo, jetzt zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, die wir auch noch gemacht haben. Wir waren nämlich diese Woche auch noch bei IKEA. Meine Frau hatte eine klare Vorstellung davon, wie sie diese Wand neu gestalten wollte in der Küche. Nämlich mit diesem multifunktionalen Riffel-Dingsbums-Gerät, Blech, wo wir jetzt lauter schöne Zubehörteile für gekauft haben. Und so kann man das doch richtig cool nutzen. Und dann gab es hier noch mal so ein paar Boxen, damit das hier auch ein bisschen aufgeräumt ist über dem Fernseher. Und ich denke mal, soweit, so gut. So, und abgesehen von der Dusche innen wollte ich euch noch was zeigen, was meine Frau gebastelt hat. Das war so ihr Projekt jetzt noch heute und die letzten Tage. Sie hat nämlich eine neue Verkleidung gebastelt, hier unten für die Duschtasse. Da gibt es jetzt eine Revisionsklappe. Und warum Revisionsklappe? Sollte darunter mal irgendwas sein oder der Wassermelder, den wir installiert haben, die Batterie leer haben, dann kann man da ganz einfach rankommen. Mega coole Idee von meiner lieben Frau. Und jetzt gibt es das letzte Update dieses Videos. Und dieses letzte Update betrifft das Thema Deko. Ihr seht vielleicht Kinderbetten. Hier gab es ein paar Staubeutel von IKEA. Auch da hängt was an der Treppe für unten. Da im Bett hängt was für den Helge. Und hier oben gibt es auch noch mal eine Variante von der Henny. Und die fand das heute so gut, dass sie am liebsten schon Opa Hugo geschlafen hätte. Das kann man nachvollziehen. So. Ich glaube, damit haben wir es auch soweit. Ja, das war es jetzt also von diesem Update-Video endgültig. Die Dusche ist schön geworden. Opa Hugo ist insgesamt ein bisschen schöner geworden. Wir haben viel gelernt, was das Thema Technik angeht. Wir hoffen, dass der Motor jetzt auch wieder ganz hervorragend läuft. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und klickt auch mal die kleine Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn es ein neues Video gibt. Das wird nämlich schon bald der Fall sein, weil wir planen, nächste Woche zum Clou-Treffen zu fahren. Und das wird sicherlich wieder ganz spannend. Also, danke für euer Interesse. Bis bald und zum nächsten Video sagt euer Dr. Camp. Ciao.